Herzlich willkommen zu einem neuen Human Design Talk am Freitag mit Selina und mir. Heute geht es um die Sechserlinie. Ah, da ist auch schon Selina. Hallo Eva. Hallo Heidi. Hallo Silke. Hallo. Hallo Selina. Hallo meine Pusteblume. Du sitzt schon an deinem neuen Arbeitsplatz, oder? Ich sitze schon an meinem neuen Arbeitsplatz. Voll ja, schön. Neuer Hintergrund hier. Selbstgeschrieben. Genau, zum Glück könnt ihr nicht sehen, dass rechts und links und vorne und hinten nicht, aber vorne, rechts und links großes Chaos herrscht. 300 unausgepackte Kisten. Aber mein Schreibtisch steht. Das Wichtigste. Ja, genau, immer der Schreibtisch ist immer das Wichtigste, denn wir müssen immer arbeiten. Arbeiten ist wichtig. Ja. Und wie ist es bei dir, Selina? Bei mir herrscht auch Chaos, aber... Auch Chaos. Einfach so halt. Einfach so. Ich habe nicht so viel Zeit und nicht so viel Lust, alles immer gleich ordentlich zu machen. Und mir fehlt auch noch mein Schreibtischstuhl. Der kann zurzeit noch nicht geliefert werden und so. Deswegen ist alles ja immer noch so ein bisschen provisorisch. Ja. Aber es geht ja nicht darum, wie es aussieht, sondern es geht ja darum... Also ein bisschen um den Inhalt, es geht ja um das, was wir mitbringen, oder? Ja, und ich finde Chaos nicht so schlimm. Manchmal schon, aber wenn es dann da ist, ist es nicht so schlimm. Apropos Chaos, wir sprechen heute über die Sechserlinie. Jetzt kriegen alle schon Dreck. Nein, ich glaube, alle, die eine Sechserlinie haben, wissen ja auch, dass ihr Leben manchmal nicht so unkompliziert war. Von daher ist, glaube ich, jetzt niemand überrascht. Ja, das ist so eine lustige Linie, ne? Man weiß immer nicht so richtig, hey, was bedeutet das? Und irgendwie merke ich manchmal, dass ich das anderen Leuten auch gar nicht so richtig begreiflich machen kann. Und es ist so ein bisschen... Wir denken manchmal ein bisschen anders. Und das wollen wir heute ja ein bisschen klären. Anke schreibt schon, sie hat ein 6-3er-Profil. Ja. 6-3, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, dann habe ich es nochmal nachgeguckt. Die 6-3er und die 3-6er sind relativ selten. Die 6-3er noch ein bisschen seltener. Das ist hier kein Wettbewerb, wer das seltenste Profil hat. Aber dass Sie es so ein bisschen einordnen können, sind so 2-3% der Menschen. Und die 6-2er und die 4-6er sind ein bisschen häufiger, also 14-16%. Hallo. Ja, mich würde mal interessieren, was habt ihr denn so für Profile? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Selina und ich sind 4-6er. Und haben wir uns natürlich nicht zufällig getroffen, sondern Schicksal hat uns zusammengebracht. Genau. 6-2, 6-2, 6-3. Spannend, ne? Super viele 6-2er heute hier. Ja. Ah, 4-6. Ja. 4-6, ach so, Ilke, du bist auch 4-6. Wie schön. Ja. Es ist mir letztes Mal beim Live aufgefallen, dass es einige 6-3er gab. Da war ich ganz überrascht. Dachte, wir könnten mal über die 6er-Linie sprechen. 6-2 mit einer 4-6er-Tochter. Scheint gar nicht so selten vorzukommen. Ne? Meine Mutter ist ja auch eine 6-2er und dein, glaube ich, auch. Ne? Ja, meine auch. Irgendwie hat Human Design ja auch mit Genetik zu tun. Ich kann das jetzt nicht so richtig erklären, aber Dinge werden weiter vererbt. Human Design ist ja nicht jenseits von Wissenschaft und auch Biologie. Und ihr könnt mal googeln, wenn euch das weiter interessiert. Ich glaube, in dem Human Design Buch von Cheat und Parking steht in der Einleitung auch kurz was dazu. Ja. 2-4, Silke. Du bist trotzdem herzlich willkommen. Genau. Es geht ja auch nicht immer nur um ein Selbst, sondern auch um die anderen Leute. Wie man mit denen so. Hallo, noch eine 4-6er. Ja, sehr schön.
weiß gar nicht so richtig, wo wir anfangen. Ich habe gedacht, ist doch spannend. Selina hat ja ein definiertes Aschner, ne? Hier sieht man das zweite Dreieck. Dreieck. Genau, Dreieck. dieses Dreieck hier. Genau. Und dann hast du gleich einen Post gemacht, wo du schön die Profile kategorisiert hast. Das fand ich sehr schön. Ja, Möchtest du uns dazu was erzählen? ich hatte davor noch überlegt, ob ich noch so ein bisschen was schreibe, wie die Sechserlinien so. Und dann war meine Projektorenergie weg und ich dachte, das können wir auch hier erklären. Ja, ich speichere das immer. Genau, also es gibt die Sechserlinie, es gibt vier verschiedene Varianten, die wir haben können. Also es gibt das 3-6er-Profil und das 4-6er-Profil. Das sind persönliche Profile. Das ist immer, wenn die erste Zahl kleiner ist als die zweite Zahl. Da geht es eher um uns. Wir haben so unser Lebensthema. Wir müssen das für uns erstmal schaffen. Wir müssen unseren ganzen Scheiß und aufarbeiten. dadurch, Aus diesem und anderen Leben. ja, und dadurch schaffen wir halt auch, also machen wir ja auch was für die ganze Welt. Aber es geht erstmal um uns, dass wir unseren, ja, Scheiß aufbauen. Und dann gibt es noch das 6-2er und das 6-3er-Profil. Das sind transpersonale Profile. Und da ist das Lebensthema auch eher nach außen gerichtet. Geht es auch eher um die Gemeinschaft. Und was ich spannend finde, auch das 4-6er-Profil ist ja schon so nicht mehr so ganz persönliches. Das sind ja auch beide Linien im oberen Stockwerk, sage ich jetzt mal. Also die meisten der 6er-Linien sind schon sehr an dem anderen interessiert, lernen auch gut in Gruppen, sind auch, tummeln sich ganz gerne so zusammen. Deswegen ziehen wir wahrscheinlich auch viele 6er-Linien an, weil das schon einfach auch passt, immer zu gucken, was macht ihr denn da? Kann ich von euch was lernen? Ja, das ist ganz interessant, dass man so ein bisschen ähnliche Profile auch anzieht. Wenn man mal immer so guckt, wer ist denn hier beim Live? Ganz viele mit einer Sechserlinie, ganz viele mit einer Viererlinie. Und wir mit dem 4-6er. Das ist ganz lustig. Muss aber nicht so sein. Also zum Beispiel mein Mann ist ein 5-1er-Profil. Ne? Also ganz andere Richtung. Und das ist auch spannend. Ich glaube, das passiert sehr oft, dass die persönlichen Profile, die heißt das transpersonal? Das klingt gerade so komisch. Glaube ja. Transpersonalen Profile auch anziehen. Also die brauchen sich auch so ein bisschen gegenseitig. Ne? Das muss jetzt gar nicht in der Partnerschaft sein, aber auch beruflich kann das sein. Weil die gegenseitig auch voneinander lernen können, finde ich sehr gut. Und der Eine Person andere sehr Blickwinkel haben, ne? genau, eine sehr nach innen gerichtet und andere sehr nach außen gerichtet. Ich merke es zum Beispiel bei meinem Mann, der hat halt einen 5-1er, ist ja ein Profil, was eher nach außen gerichtet ist. Er beschäftigt sich jetzt nicht die ganze Zeit mit sich selbst, ich ja schon. Aber er ist natürlich auch Projektor und du bist natürlich MT. Da ist noch mal ein Schippen mehr. Ja, mein Freund ist ja, hat ja ein 6-2er-Profil, Reflektor. Aber ähnliche Kombination, ne? Persönliches, transpersonales Profil zusammen, ne? Die Perspektiven ergänzen. Das ist Ja. ganz spannend. Ja. So viel zu den Kategorien, ne? Was ich irgendwie so am aller wichtigsten für mich selbst fand, als ich dieses Profil gelesen habe, war so, ich so dachte so, ach so, deswegen war mein Leben so verrückt. Ja. Denn ich glaube, die Sechserlinie ist ja die einzige Linie, die sich sozusagen im Laufe des Lebens so grundlegend ändert von dem, wie sie ist. Und wir fangen sozusagen mit einer Dreierlinie an. Also wir waren dann so, bis wir 30 waren, ungefähr 4 Dreierprofile, die es ja eigentlich nicht gibt. Aber es hat sich so angefühlt. Und die Dreierlinien sind ja die, die ganz viel ausprobieren, ganz viel experimentieren und auch ganz viel Fehler machen. Und ich glaube, das Besondere bei einer Dreierlinie, die eigentlich eine Sechserlinie ist, ist, dass sie auch manchmal besonders schmerzhafte Fehler macht, weil sie ja dann als Sechserlinie dann, also nach 30, sich das alles nochmal anguckt und aufarbeitet und dadurch ihre Weisheit dann auch bezieht, weil die Sechserlinie auch eine weise Linie ist. Ja, genau. Ich finde, es ist ein bisschen schmerzhafter, weil du machst zwar die Erfahrungen und du lernst aus den Erfahrungen, aber du weißt die ganze Zeit, dass es eigentlich nicht deine Art und Weise ist, zu lernen. Du weißt irgendwie, hey, es hat schon wieder nicht funktioniert, keine Ahnung. So für die Dreierlinie ist es ja ein Leben lang. Ich probiere was aus und mache was Neues und wieder was Neues und wir gucken mal und dann gibt es keine Fehler. Und bei mir war es immer so, wie ich dachte, das gibt's doch nicht. Also, das kann doch jetzt nicht sein, dass das schon wieder nicht funktioniert.
Ja, und das ist auch schon wieder so eine schmerzhafte Erfahrung war, ne? Also, na, man landet auch gerne mal bei falschen Leuten, die einem vielleicht nicht so gut tun. Man landet gerne mal in falschen Berufen, also falsch in Anführungsstrichen, weil es ja alles gar nicht falsch ist, sondern sein Sinn oder sein Ziel hat, dass wir nachher extrem viel daraus lernen. Aber im Moment kann das ganz schön hart sein. Es würde mich mal interessieren, ob ihr das kennt, ihr Sechserlinien. Wie war euer Leben bisher? Die ersten 30 Jahre. Vor allem, also ich stelle es mir ziemlich spannend vor, die 6-3er und die 3-6er waren ja eine Doppel-3, dann bis sie 30 waren. Das stelle ich mir nochmal ganz besonders aufregend vor. Wie gut, dass das von euch höre. Jetzt macht alles einen Sinn, was bei mir so passiert ist und passiert. Ja, ich finde Das es fast so erleichtert, ne? gut. Bin ich falsch, es Ja. muss so sein. Ich habe gestern mit einem Manifestor telefoniert, 5-1er auch, und er ist noch ein Stückchen jünger als ich und baut hier Firmen auf und super erfolgreich. Und ich dachte mir die ganze Zeit, oh Mann, ey, jetzt bin ich 30 und irgendwie mein ganzes Leben, ich habe irgendwie noch nichts auf die Reihe gekriegt und habe dann gedacht, ja, witzig, ich bin halt jetzt erst erwachsen. Ja, Heidi hat auch geschrieben, genau. Kenne ich. Ich habe immer gesagt, dass ich bei Herausforderungen ganz laut hier gerufen habe. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, Lisa hat Zwei ein Linien 1-3er. habe Entschuldigung. ich. Ja. Hallo Lisa. Ich als Zweierlinie habe total Hemmungen zu springen und einfach auszuprobieren. Dabei wäre es sicher sehr hilfreich. Genau, du hast ja eine 1-3er. Die Einserlinie ist ja auch ganz stark mit Angst und Wunsch nach Sicherheit verbunden. Das heißt, das ist ja eigentlich, ich würde fast sagen, fast immer so, dass diese Profile, diese zwei Zahlen, sich so ein bisschen, die stehen nicht in Konflikt, aber die Einserlinie möchte dann so ein bisschen Sicherheit, die Dreierlinie möchte ganz viel erleben, die Viererlinie möchte Gemeinschaft, die Sechserlinie möchte manchmal sich auch lieber zurückziehen und beobachten. Na, auch ein Zwei-Vierer-Profil genauso. Die Zweierlinie möchte lieber sich zurückziehen, die Vierer möchte in Gemeinschaft sein. Das finden wir ganz viel wieder, dass wir so scheinbare Widersprüche in den Profilen haben. Um die 33 habe ich angefangen, mich zu reflektieren und tiefe Dinge über mich herauszufinden. Ja, ganz genau, ganz genau, ganz typisch für die, hat aber bis 40 gedauert. Ja, genau, ich bin 36, noch nicht ganz 40. Ich habe auch ein bisschen länger gebraucht, ne? Selina ist ja hier ganz gut dabei, ne? Gerade 30 geworden und schon ganz bewusst. Nee, nee. Bewusst, als ich noch 30 war. Ja, das ist ja überhaupt nicht schlimm, ne? Ich glaube, es ist immer gut, wenn man das halt irgendwann merkt man es, ne? Und es ist nie zu spät. Was ich das Gefühl hatte, war, das ist ja jetzt bei so einer reinen Dreierlinie, also zum Beispiel bei einem 1-3er-Profil, dass die Dreierlinie sozusagen auch vom Körper her so drauf eingestellt ist, immer diese Fehler zu machen, dass sie daran auch nicht kaputt geht. Und ich hatte das Gefühl, das ist bei den 6er-Linien auch so, bis sie dann halt bis sie dann wirklich zur 6er-Linie wird. Das heißt sozusagen, bis 30 ging alles ganz gut, habe ich alles gut weggesteckt. Und danach habe ich mich weiter so verhalten, habe es auch nicht so richtig gemerkt, was eigentlich los ist und dass jetzt das Leben anders ist und bin dann auch teilweise sehr krank geworden, sodass ich das Gefühl habe, die Sechserlinie steckt das nicht mehr so weg, wenn man mit so Volldampf durchs Leben rast und dauernd gegen die Wand läuft. Und ich glaube, da merken es dann auch viele, wenn man auf einmal krank wird oder es einem sehr schlecht geht. Das ist ein guter Tipp. Kann ich mich jetzt schon mal darauf einstellen, ein bisschen langsamer zu machen. Schon mal ganz unterscheiden. Mein Mann und Sohn haben 5-1 und ich 6-3. Ich will immer gleich los und sie die Sicherheit ergänzt sich zum Glück. Sonst wäre mein Chaos größer. Ja, ich habe da so dran gedacht, wir müssten nochmal über die 6er-Linie reden, weil ich bin ja gerade umgezogen. Und ich bin so mitten aus Kreuzberg jetzt hier schön nach Rhein im Dorf gezogen. Und ich kam so an und guck so da die Straße runter und denk so, mein Gott, noch nie habe ich mich so erwachsen gefühlt. Das ist hier reine Wohngegend, ganz ruhig, so ganz niedrige, also schon mehr, wie heißt das, so mehr Familienhäuser, aber so ziemlich niedrig, ne, nichts los und so.
Und so, ich habe da so ein bisschen Unbehagen, ist da natürlich. Ne? Ich glaube, es ist auch die Viererlinie, die so denkt, gibt es hier eigentlich irgendwas zu tun und Menschen zu treffen. Aber die Sechserlinie ist so froh darüber. Ich hätte das nie gedacht. Ich hätte das nie gedacht, dass ich noch total glücklich bin, hier in so einer Vorstadt eigentlich zu leben. Wo es Reinigende total Vorstadt von unten. Berlin. Reinigende. Hoffentlich hat das jetzt niemand, der Original-Reinigen noch weiß. Ja, ich fand das so krass. Ich fand das so krass, was sich in den letzten Jahren sozusagen verändert hat mit diesem Umschwung von der 3 auf der 6er Linie. Und das, was du sagst, das fällt mir immer noch schwer, da zu realisieren. Jetzt warte mal, ich bin ja eine 6er Linie. Ich darf viel mehr mich jetzt zurückziehen. Ich darf viel mehr beobachten. Ich tue das, aber ich habe immer noch so dieses, ich presche vor und merke, oh Gott, mir ist es zu viel. Ne? Und ich habe das, glaube ich, noch nicht so komplett verkörpert, dass die Dreierlinie nicht mehr aktiv. Ich habe viele Dreierlinien in meinem Profil, in meinem Chart. Ne? Im Profil nichts, vier Sechser. Aber man hat ja sozusagen rechts und links diese Planetensäulen und da hat man ja die Tore und da ist ja immer noch eine Linie dahinter. Und da habe ich ganz viel Dreierlinien. Also die ist schon irgendwie präsent, aber eben durch das Profil nicht mehr so dominant. Aber das habe ich noch nicht so komplett verkörpert. Ist immer noch so ein bisschen Vollgas. Genau. So, Kommentar. Das habe ich bei mir auch festgestellt und mich gewundert, warum meine Erfahrungen nach dem Settle Return schmerzhafter waren, beziehungsweise länger mir arbeiten. Ja, ganz genau. Wir haben ja schon mal ein Video auch zum Settle Return gemacht, wo es auch darum, da haben wir ja sehr viel auch schon über die Sechserlinie gesprochen, weil Settle Return ist ja so zwischen 8 und, ja, meistens um die 28, ne? Zwischen 29 28 und meistens. 29. Und das ist halt der Punkt, wo sich die Sechserlinie tatsächlich in die Sechserlinie wandelt, wo dann aber man sozusagen dann seine großen Themen bearbeiten muss, um nachher die Früchte der Sechserlinie ernten zu können. Ja, da möchte ich gleich nochmal einhaken, ne, wenn er sagt, oh, Ja. bei mir hat das bis 40 gedauert oder mit 36. Ich bin jetzt mit 30 schon bewusster als du mit 30 warst, wie du das gerade gesagt hast. Ich finde ja immer noch, es macht ja total Sinn, dass das nicht bei jedem gleich schnell geht, weil sonst würden wir ja hier nicht zusammen sitzen. Ne? Wenn ich jetzt erst in 6 Jahren soweit wäre, da seid ihr ja schon sonst wo. Ist doch schön, dass jeder genau jetzt an dem Punkt ist, wo wir uns jetzt treffen können. Ja, was ich auch glaube, ist, wenn ihr in eure Chart guckt und ihr sehr viele weiße Dreiecke und Vierecke seht, ne, dann kann das gut sein, dass ihr auch ein bisschen länger braucht, weil je mehr weiße Felder oder halt auch mit einem Split, glaube ich, auch nochmal, je nachdem, wie das Chart so im Detail aussieht, gibt es mehr oder weniger Themen aufzuarbeiten. Von daher dauert dann halt seine Zeit. Ne? Da gibt es auch. Wir haben ja keinen Stress. Ja, das wird auch immer schneller gehen, ne? Also viele von euch haben mir jetzt auch schon geschrieben, die Kinder haben auch eine Sechserlinie. Ja, die könnt ihr ja ganz anders begleiten, ja? Den könnt ihr sagen, es ist normal, wart mal, bis du 30 bist. Warte mal, bis du erwachsen bist. Aber bis 30 regelt sich das alles. Wir gucken mal ein bisschen zu, was du da noch machst. Du musst dich nicht entscheiden. Du kannst deinen Beruf jederzeit nochmal ändern. Du kannst immer wieder von neu anfangen. Ja, man muss sich auch nicht so Sorgen machen. Ne? Ich glaube, so auch wenn meine Mutter auch eine 6-2er war, wusste sie ja von Human Design auch nichts. Und ich habe jetzt die schon auch immer viel Sorgen um mich gemacht, ne? Dass ich da so Orientierung habe. Da habe ich jetzt auch noch ein offenes Genie-Center, ne? Dass ich da so orientierungs- und kopflos durch die Welt renne. Das hat sie, glaube ich, schon beschäftigt. Ja, Projektorin Ja, kombiniert mit der Sechserlinie ist immer, da kommen aber manchmal Dinge und das finde ich auch witzig. Ich habe gemerkt, dass ich bin ja jetzt voll Anti-Zertifikate und Anti noch eine Ausbildung, weil ich mir ja denke, es geht doch um das Gefühl und es geht um die Verbindungen. Und ganz oft geht es mir einfach so, dass ich irgendwas weiß und ich denke mir, ich weiß das einfach. Aber ich kann das nicht belegen und ich kann schon vielleicht gar nicht sagen, dass ich irgendwie ein Zertifikat habe, warum das so ist. Mir ist das jetzt die Woche ganz oft nochmal aufgefallen, dass ich mir denke, ja, weiß ich nicht, in meiner Welt ist das einfach so. Ich weiß das und ich wusste Dinge auch schon als Kind oder jetzt New Work oder wie wir uns in der Arbeitswelt verändern. Das denke ich mir schon seit Jahren und keiner wollte mir zuhören. Ich denke mir, ja, das geht so nicht. Wir können so nicht arbeiten. Ja. Ich glaube auch, ich meine, vier Sechser-Profile haben ja keine Eins im Profil. Und das heißt auch, wir sind ja nicht die klassischen Buch- oder Ausbildungslerner, ne? Wir lernen durch
Gemeinschaft und Erfahrung. Und bei den anderen 6-2 lernt durch Erfahrung und Rückzug. 6 lernt durch Experimentieren und Erfahrung, Weisheit. Ne? Ist ja eine ganz andere Art zu lernen. Ne? Da braucht man nicht immer das Zertifikat. Und noch was anderes sagen. Ach so, ja, ich habe die Theorie, die ich auch nicht belegen kann, dass die Menschen mit einer Sechserlinie so eine alte Seele haben. Wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht oder daran glaubt, dass Seelen immer und immer wieder karnieren auf dieser, karnieren, ich weiß nicht, wie das richtige Wort ist, auf diese Welt kommen, um halt am Ende bedingungslose Liebe zu lernen. Dann gibt es einfach Seelen, die sind das erste Mal da und es gibt Seelen, die sind das 20. Mal da. Und ich meine, die das 20. Mal auf der Welt sind, die kommen ja auch an und denken schon so, ach, das hat ja auch nicht alles keinen Sinn, was ihr macht. Und Kenne ich ich finde, schon. das ist sehr stark die Sechserlinie. Ein bisschen, so ist die, ich weiß das auch ein bisschen besser. Ja, und ich möchte das gerne untermauern, was ich natürlich auch nicht belegen kann. Jetzt kommt kurz die Viererlinie. Ich habe da jemanden sehr coolen kennengelernt und diese Person, super weise, der hat zu mir gesagt, Wissen ist Vergangenheit, weil das vergessen wir, wenn wir sterben. Weisheit ist Zukunft. Und bei Weisheit sind die Gefühle gemeint, die wir machen, die Verbindungen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Sechserlinie oft schon so eine alte Linie ist und wir uns, wenn wir uns wieder erinnern an diese Gefühle, an diese Verbindungen, daher einfach, wir haben dann so ein Gefühl, wir können das, ne? Kein Mensch weiß, ob wir wirklich alte Seelen sind, vielleicht auch nicht, aber wir denken uns das jetzt halt so. Ja, ich finde, das fühlt sich sehr passend an. Ja. Was habt ihr denn noch für Fragen zur Sechserlinie oder auch Erfahrungen? Mich Wollen würde wir auch interessieren. Ja? noch ganz kurz sagen, wie die zwei anderen Phasen sind? Sehr gut. Erzähl. Also, du machst es. Ja, also von 30 bis 50 geht man halt dann quasi, man hat früher ein bisschen im Matsch gespielt, dann geht es auf den Berg oder aufs Dach, je nachdem. Und wir, ja, reflektieren unser Leben, wir beobachten ganz viel, wir heilen uns selbst und dann mit 50 geht es wieder runter in die Menge, da sind wir dann die richtigen Rollenvorbilder. Ja, da wissen wir fast alles. Ja, das heißt aber eben auch, ne, gerade wenn es jetzt heißt, oh, ich habe das irgendwie alles erst mit 40 gemerkt. Ja, von 30 bis 50 haben wir ja Zeit. Ne? Von 30 bis 50 ist ja irgendwie Wunden lecken und zurückgucken aufs Leben und Weisheit aus Erfahrung generieren. Also, das heißt, da ist auch einfach ein bisschen Zeit da. Und auch, es ist ja nicht so, dass es mit 50 dann vorbei ist. Ne? Vielleicht dauert es da auch wieder ein bisschen länger. Ne? Dann ist man halt bis 60, erst mit 60 soweit. Macht ja auch alles nichts. Ich weiß vieles und habe keine Ahnung, woher das Wissen kommt. Ich kann das auch bei meiner Tochter beobachten. Ja, genau. Ja, ich frage mich, ob das auch so ein bisschen dann so alte Leben sind, ne? Dass man so, oder auch so eine kollektive Weisheit, aber das passt nicht so gut zur Sechserlinie. Eher sagen aus vergangenen Leben. Das finde ich nämlich auch so spannend, wenn ich mit so Seelenthemen oder Spiritualität daherkomme. Das ist ja jetzt, wir sind natürlich jetzt eine Community, wir sind alle so ein bisschen in der ähnlichen Branche, ne? Wie es eh, wir sind hier ein bisschen offener. Aber ich merke das richtig immer, wenn ich was höre von vorgegangenen Leben, keine Ahnung. Ich denke mir, ja, genau, das stimmt. Ich habe so ein richtiges Gefühl, ja, ich kenne das. Aber wenn ich dann so mit anderen Freunden drüber spreche, ist das gleich so, hä? Ja. Und dann sage ich immer, ja, in meiner Welt ist das so. Ich merke richtig, dass da dann der Zugang ein anderer ist irgendwie. Kennst du das auch? Wollte gerade sagen, ich habe keine Freunde mehr, die das glauben. Wahrscheinlich stimmt das. Ich habe keine Freunde mehr, die das nicht glauben. Aber ich lerne natürlich manchmal Leute in anderen Kontexten kennen, wo ich dann merke, wenn ich da sowas sage, was ich jetzt hier sage, dann finden die das ein bisschen komisch oder weiß ich nicht, wenn ich so mit meinem Bruder rede, finde ich das auch alles. Da ist so immer alles komisch. Ja, da gibt es dann natürlich viel Unverständnis. Aber auch das finde ich ist ja nicht so schlimm, wenn man für sich selbst so eine gute Erklärung gefunden hat, wie sich das Leben stimmig anfühlt. Dann müssen das die anderen nicht unbedingt teilen. Also Nee. es finde ich schön, wenn man ein paar Leute in seinem Umkreis hat, mit denen man gut über solche Sachen sprechen kann. Damit man sich damit nicht so alleine fühlt. Aber
Das müssen ja auch nicht alle so sehen. Das sind ja manchmal dann vielleicht auch junge Seelen, die das nicht so gut verstehen Das ist aber keine Bewertung, ne? Das möchte ich nochmal ausdrücklich betonen. Das ist keine können. Bewertung. Aber ihr könnt uns glauben, es gibt da noch mehr. Genau. Das ist nicht richtig und nicht falsch, aber wir haben recht, meinst du? Nee. Ne? Projektoren und dann mit einem Sechserlinie. Ich denke eh immer manchmal, ich weiß alles besser. Bis ich dann merke, dass es überhaupt nicht stimmt. Dass ich manche Dinge auch nicht besser weiß. Ja, man tendiert, glaube ich, mit der Sechserlinie ein bisschen dazu, das zu denken. Heißt ja auch, die Sechserlinie ist eine Manifestorenlinie. Das heißt, Manifestoren sind ja auch ein bisschen so, dass sie zwei Optionen sehen, ne? Die falsche und die, die sie selbst vorschlagen. Und das ist die Sechserlinie ist halt auch so ein bisschen so, ne? So. Gibt halt nur zwei Optionen. Meine und die falsche. Weinst du, Selina? Nein, aber ich finde es sehr witzig. Ah, wisst ihr, Zeigt Human gut, wenn Design man. darf auch witzig sein, ja? Ich finde auch, alles darf ein bisschen sein. Und im Verständnis ist es oft nur im ersten Gespräch noch sein. Einer Zeit wird dann nochmals nachgefragt. Ja, das kenne ich auch. Ich versuche gerade meinem Bruder sein Design zu erklären und dann ist er immer so wie, was? Ich finde es richtig komisch und dann will er immer noch mehr wissen. Aquarius-Vibes. Das musst du nochmal erklären. Wir sind noch nicht so flüssig in Astrologie, also ich zumindest nicht. Ist das eigentlich, wenn man später erwachsen wird, hat man dann noch die Chance auf eine eigene Familie? Ja. Ja, Also das wird kurz beim, mal widersprochen. weil, also es gibt ja irgendwie so Studien, dass irgendwie ganz viele Leute ihren Lebenspartner mit irgendwie 21 oder sowas kennenlernen und dann heiraten, keine Ahnung. Das funktioniert oft, also ich will jetzt nicht immer sagen, aber oft für die sechste Linie nicht, gerade wenn sie, wie ich so ein bisschen, völlig nicht allein lebt, so richtig falscher Beruf, falsches Umfeld, weiß ich nicht. Also war jetzt nicht alles falsch, aber so überhaupt nicht sich selber kennt, dann wird mit 30 wird einem einfach ganz viel bewusst und man verändert sich ganz stark. Also ich habe mich jetzt stark verändert und manche Beziehungen gehen da mit und manchmal bricht es dann auch auseinander, weil das einfach ein krasserer Shift ist, den man da macht. Man verändert sich oft stark, es sei denn, man hat vorher schon richtig cool allein gelebt. Das machen die meisten, glaube ich, aber nicht. Und dann kann es sein, dass man erst mit über 30 seinen Lebenspartner findet und dann Kinder kriegt und dann auf einmal vielleicht auch alles ganz schnell geht. Also das kann sein, muss aber nicht. Ne, du hast ja deinen Mann auch schon früher kennengelernt und ihr habt den Wechsel zusammen gemacht. Genau, ich bin jetzt seit 10 Jahren mit meinem Mann verheiratet. 10,5 Jahre sind wir zusammen. Und bisher hat die Beziehung auch den Set and Return sozusagen überstanden und auch diesen Wechsel überstanden. Ja, Kinder haben wir einfach nur nicht, weil das eine persönliche Entscheidung war. Hat aber, glaube ich, nichts mit der Sechserlinie zu tun. Von daher sehe ich da nicht so einen großen Widerspruch drin. Eher so dieses Gefühl, möchte ich eine Familie, ja oder nein? Glaube ich wichtig. Meine Manifestorentochter, sie hat das viel besser probiert. Meine Mutter ist auch Manifestorin mit einem 6-2er-Profil. Das ist ja schon richtig spannend, ne? Weil ich finde, je nachdem auch, was das Lebensthema ist und was sonst noch in der Chart drin ist, aber es ist schon richtig cool, weil die halt Leute richtig krass auf den Weg bringen können. Ne? Weil die haben halt diese eine Richtung und manchmal hilft einem das ja auch selber so sehr, wenn man sehr verloren ist im Leben, dass jemand kommt und sagt, das hier ist jetzt der Weg, ne? Ich sehe dich hier. Es ist schon, finde ich, eine ganz, ganz besondere Kombination dann. Ich finde Manifestoren mit einem 4-6er-Profil nochmal extrem witzig, weil die ja so schon Einzelgänger so ein bisschen sind, Manifestoren, ne, und viel Vision haben, aber dann halt auch immer die Viererlinie dazu kommt, ne? Ich möchte halt so gerne dazugehören auch. Also es ist so ein bisschen, ich finde, es ist eine witzige Kombi. Ja. Ich überlege gerade, wie das wohl ist, ob das so ein bisschen wie so ein 2-4-6er-Profil ist, ne? Also so ein bisschen auch so dieser Wechsel mal zwischen Rückzug und Gemeinschaft und dann kommt noch die 6er-Linie dazu oder so. Vielleicht so ein bisschen in die Richtung.
Ja. Ah, jetzt kommt Lisas Erklärung zu Aquarius Vibes. Wassermänner wissen immer alles oder glauben es zu wissen und je abgespaceter, desto besser. Ah ja, also Sechserlinien haben eine Wassermann-Qualität. Wenn man biologische Grenzen hat, ach so, du meinst, wenn man erst mit 30 sozusagen den Wechsel eingeht und dann. Aber es gibt ja viele Ja. Leute, die lernen sich, sind jahrelang mit einem Partner zusammen, trennen sich und dann ein halbes Jahr später lernen sie jemanden kennen, heiraten sofort, kriegen Kinder. Also ich habe viele Freunde und Freundinnen auch, da war das im Alter von 33, 35, 36 und auf einmal ging alles ratzfatz. Also wenn Genau. man sich dann sicher ist, dann ist man sich halt sicher, dass man da ewig Ja. vorher zusammen sein muss oder ob man überhaupt Kinder haben möchte oder nicht, das ist ja also jedem selbst überlassen. Das ist ja ein bisschen die Gesellschaft, die da so ein bisschen sagt, ja, du musst doch dann erstmal zusammenziehen. Auch getrennte Wohnungen finde ich super okay. Getrennte Schlafzimmer. Ich aber mit 27 schon. Ja, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass es im Human Design, es gibt auch keine Automatismen. Ne? Also es ist nicht so, dass man mit einer Sechserlinie hier auf die Welt kommt und dann ist es automatisch ausgeschlossen, dass man eine Familie gründet. Ne? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also so, das gibt es einfach nicht im Human Design. Ne? Es ist immer alles möglich. Manche Dinge fallen einem leichter, manche sind ein bisschen schwerer. Aber natürlich kann man eine Familie haben. Mit einer Sechserlinie haben wir bei Heidi auch schon gesehen. Sie hat ja auch eine Familie und andere von euch haben auch eine Familie. Also, ich sehe da absolut keinen Widerspruch. Nee, kann auch mit dem 4-6er-Profil sein, dass deine Viererlehne ganz stark ausgeprägt ist und du gar nicht so abenteuerlustig warst, auch in den ersten 30 Jahren, dass du ein viel stabileres Leben hast, als ich zum Beispiel gehabt habe, von meinem Gefühl Ja. her. Ja, ich glaube, da kann man nochmal auch in die Details reingucken im Chart. Ne? Ich habe das ja schon angedeutet, ich habe da noch zusätzlich viele Dreierlinien, dann haben sich die Dreierlinien alle gegenseitig lustig verstärkt, dann bin ich auch noch im G. Ne? Das MG hat ja auch eine Dreierlinienqualität. Ne? Also so können dann sozusagen, kann die Dreier- oder Sechserlinie dann stärker wirken oder weniger stark. Ne? Auch wie viel Offenheit, wie viel Definition ist im Chart. Ich glaube, dann sehen die unterschiedlichen Menschen mit den Sechserlinien nochmal sehr unterschiedlich aus und die Leben verlaufen unterschiedlich. Aber ich glaube, von der Tendenz her ist es immer so, dass die ersten 30 Jahre aufregender sind und dann kommt so ein bisschen Ruhe rein. So war es bei mir auch mit 28 Partnerwechsel und dann direkt Heirat und Kinder. Mein Mann Generator 3,6 und ich Projektor 6,3. Ja, danke fürs Teilen. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass wir auch die sozusagen Beispiele auch sehen für alles Mögliche und dass alles auch möglich ist. Ne? Unser Design limitiert uns nicht. Ne? Unser Design kann uns nur zeigen, wo der einfachste Weg ist. Und würde dann immer sagen, wenn deine Autorität sagt, ja, ich möchte eine Familie und Kinder, dann geht das auf jeden Fall. Dann geht es auf jeden Fall. Dann geht Dann das. hast du jetzt die Erlaubnis. Ja, das ist witzig, weil ich finde, Human Design ist eigentlich 90% der Zeit geht es nur darum, dass wir endlich mal die Erlaubnis bekommen, um wir selbst zu sein. Ja, es ist so diese Erlaubnis, ich darf jetzt so sein, wie ich bin, dass ich hier entstehe und sage, also Leute, ich bin eine alte Seele. Wartet mal ab, was ich schon alles erlebt habe. Ich erinnere mich irgendwann. Ganz genau. Ja, ich weiß gar nicht, was gibt es denn noch zur Sechserlinie? Mir fällt eigentlich nie was ein. Weiß auch nicht. Es ist halt so eine Linie, die halt echt den Überblick hat, ganz viel beobachtet, echt auch weise ist, wo man manchmal auch nicht weiß, woher kommt es her. Und da dürfen wir auch gegenseitig einander so ein bisschen vertrauen und auch zuhören, auch mal nachfragen, ja, wie siehst du das? Das ist halt im Vergleich zu einer Fünferlinie, die ja eher so eine lösungsorientierte Linie ist die Sechste halt irgendwie nicht so konkret, sondern eher so ein bisschen weiter noch. Und das finde ich auch spannend, wenn man sowas dann, also die verschiedenen Sichtweisen so kombiniert. Ja, auf jeden Fall. Gerade noch was Schönes im Kopf. Ich habe mit 20 das erste Mal geheiratet, mit 21 Scheidung eingereicht als 6-3er. Ja, ich glaube, das sind so typische Geschichten von 6-3ern, aber auch von 3-6ern. Ne? Mit früh geheiratet, sich sofort wieder scheiden lassen.
Haus gekauft, pleite gegangen, irgendwo gestrandet. Also ja, hab ich jetzt schon Da ein paar gibt Mal es so gehört. einen lustigen Beitrag auch, wo ich mal gesehen habe. Das ist so die sechste Linie und auch die Dreierlinien so. Ich habe irgendwie mein ganzes Leben ruiniert, aber es war auch witzig, ne? Es ist so dieses Gefühl irgendwie, ich habe es mal gemacht, ich weiß jetzt, wie es sich anfühlt. Und ich kann, das ist ja auch so der Grundtenor der sechsten Linie, ne? Ich habe es irgendwie alles mal erlebt oder mich zumindest schon mal gefühlt, so wie jemand anders. Und dadurch sind wir so sehr einfühlsam, weil wir das einfach kennen. Ja, wir denken uns, oh Mann, irgendwie, du bist gerade am Existenzminimum oder sowas. Denke ich mir, ja, ich kenne das Gefühl, wenn man echt so alle Sicherheit sich entrissen fühlt und man so ganz in der Luft hängt, zum Beispiel. Das sind halt so Qualitäten, die eine Sechserlinie da mitbringt, finde ich. Jetzt weiß ich, was ich euch noch fragen wollte. Schreibt doch Sehr mal in die Kommentare eine 3, wenn ihr unter 30 seid, und eine 6, wenn ihr über 30 seid. Würde mich sehr interessieren, in welchem Stadium der sechster Linie ihr seid. Vielleicht eine 6 plus, wenn ihr über 50 seid. Oh. Eine 3 für unter 30, eine 6 für über 30 und eine 6 plus für über 50. Müsst ihr nicht wieder eine 6 reinschreiben, wenn ihr euer Alter nicht verraten wollt. Hi, die hat auch so eine schöne Geschichte noch geschrieben. Hochzeit mit 24, 10 Monate später getrennt. Hab vor der Hochzeit gewusst, dass es eine blöde Idee sein wird. Ja. Sechster Linie. Weil ich finde, es gibt dann plötzlich so einen Moment, wenn man merkt, oh, der ganze Trubel ist vorbei und irgendwie hat das alles Sinn gemacht. Ne? Also wenn man so mittendrin ist, noch unter 30 und irgendwie dieses Dreierlinien-Gefühl hat, fühlt sich, finde ich, vieles so, es fühlt sich ein bisschen nach Verlorensein an, nach Chaos, nach Schmerzen, nach nicht wissen wohin. Aber irgendwann war zumindest bei mir so, dass so der Moment kam, dass ich dachte so, boah, voll toll, ich bin 36, ich habe alles erlebt. Ich habe alles erlebt. Ich kann überall mitreden, habe alles gemacht. Voll schön. Und ja, jetzt bin ich Coach und denke so, ja, ist doch super. Also es geht ja nicht darum, dass man aus der eigenen Erfahrung immer die Menschen alle verstehen kann. Aber es ist so schön, wenn man so ungefähr das einordnen kann. Und sie denkt so, ja, Ja, klar. so ein Kenne bisschen mitfühlen, ne? ich. Ja. Das ist ja Liebevolles auch oft das, Mitfühlen. was das an, die andere Person braucht. Gar nicht immer eine Lösung, sondern oft dieses, hey, da ist jemand, der hat schon mal was Ähnliches erlebt. Irgendwie, der kann das nachvollziehen und man sieht sich so gesehen. Und dann fällt es einem auch leichter, das für sich zu überwinden. Ja. So, was haben wir denn? 6, 6, 6, 6, 6, 6 plus. Keine Dreier dabei. Und dann 6, 6, 6, 6, 3. Ich auch. Hätte nicht heiraten sollen, egal. Wahrscheinlich hast du irgendwas sehr Wichtiges daraus gelernt, Anke. Vielleicht, dass man nicht so Ja, ich früh glaube heiraten auch. soll. Ich weiß es nicht. Ich frage mich so ein bisschen, vielleicht ist es auch so, ich musste halt mal heiraten, weil ich diesen Drang hatte, irgendwie diesen Druck verspürt habe. Und danach lernt man richtig drauf zu gucken, wer denn wirklich der richtige Partner ist. Also man hat doch was draus gelernt. Die Heidi hat auch Erfahrung wollte gemacht werden. mittlerweile lache ich darüber, die Erfahrung wollte gemacht werden. Ja. Ja. Ah, ist das schön. Ja. Ich habe in jungen Jahren nicht gefühlt, ich habe reagiert intuitiv und hab circa 30, ab circa 30 dachte ich mir, das war das Erwachen, das muss werden. Ja. Ja, Fand es auch man viel sieht es auf einmal schwieriger, so. klarer, ne? Genau, ich fand das vor 30 so schwieriger, das große Bild zu sehen oder so eine tiefe Selbstreflexion war viel schwieriger, weil man so mittendrin war im Chaos. Ja, und auf einmal, genau, fühlt sich das so an, als hätte man mal die Augen richtig auf. Jetzt so, als könnte ich das erste Mal sehen. Richtig sehen, wirklich sehen. Ja, ich finde es ein ganz schönes Gefühl, wenn das dann passiert. Ja.
Von den Kommentaren her fühle ich mich gerade beruhigt, wenn ich noch in keiner langen Partnerschaft war. Ja, das kann auch ein Teil von einer Dreierlinie natürlich sein, ne? Dass man in ganz vielen Partnerschaften landet, die vielleicht nicht das Richtige sind, wo man aber irgendwas Wichtiges lernt. Also meine Partnerschaften haben sich auch enorm verbessert mit der Zeit. Das ist ein Stück weit, glaube ich, auch normal, aber genau, das kann auch so eine typische Sechserlinien-Erfahrung sein. Ja, danke. Jetzt bin ich seit fast 16 Jahren glücklich verheiratet und habe eine Teenager. Ja, schön. Oh, Lina, ich glaube, wir haben dich verloren. Bist du noch da? Ich glaube, die Verbindung ist gerade ein bisschen weg. Ich glaube, wir haben Selina verloren. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch sehen und hören könnt. Ich weiß, es sieht so aus, als würde mein Internet normal funktionieren. Vielleicht könnt ihr kurz einen Plus in die Kommentare schreiben, falls ich noch da bin und ihr mich seht und hört. Ich gerade nicht weiß, ob es an meinem Internet liegt oder ob nur Selina rausgeflogen ist. Okay, danke, Silke. Ja. Oh, Herzen. Super, danke euch. Meine Zwei-Vierer-Mutter war nach jeder Beziehung verzweifelt, ob ich jemals den richtigen Mann finden werde. Ja. So, da ist Selina wieder. Ja, ich Siehst du glaube, und für hörst die du mich Mütter jetzt ist das wieder? auch. Ja, du bist wieder da. genau, Heidi hatte noch geteilt, dass sich ihre Mutter auch immer viel Sorgen gemacht hat, wegen nicht der richtigen Beziehung. Das ist ja auch meine Erfahrung, ja, dass es für Mütter oder für Eltern generell hart ist, auch ein Kind zu beobachten, was eine Sechserlinie hat, ne? Weil das halt aussieht, als würde es niemals irgendwas auf die Reihe kriegen, nie eine richtige Entscheidung treffen, immer so verloren sein. Und ich glaube, da hilft Human Design auch so schön, dass man das als Eltern vielleicht besser aushalten kann, wenn das eigene Kind eine Sechserlinie hat. Und ich glaube, man kann es nicht vermeiden, diese vielen Erfahrungen zu machen als Sechserlinie. Aber ich glaube, wenn man früh lernt, auf Strategie und Autorität zu hören im Human Design, kann man vielleicht zielgerichtetere Erfahrungen machen und sozusagen schneller dann auch in die Sechserlinie kommen, so ab 29, 30. Glaube, Selina, du bist schon wieder weg. Oh, das erste Mal online für euer Live seit 5 Tagen mal, ey, schön. Ja, du hattest eine Auszeit. Was für ein schöner Start zurück ins Online-Leben, oder? ja, Lina ist uns, glaube ich, wieder, geht uns gerade wieder verloren. Ich würde auch sagen, wir haben die großen Themen der Sechserlinie besprochen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es noch ganz schnell in die Kommentare. Dann gehe ich noch drauf ein. Ansonsten würde ich jetzt, hallo Linda, ansonsten würde ich tatsächlich jetzt Schluss machen. Ist ja auch schön, wenn das Live mal nicht 70 Minuten geht, ne? Es gibt doch einige, habe ich jetzt gemerkt, die sich hinterher anschauen, freuen sich auch, wenn sie eine Stunde nachschauen müssen. Hab's total vergessen vor lauter Packen. Ja, das passiert. Macht ja nichts, wird ja alles gespeichert. Genau, ich warte noch kurz, ob ihr noch eine Frage habt. Genau, wird gespeichert wie immer. Ansonsten könnt ihr gerne Fragen auch unter das Video dann noch schreiben. Und dann noch eine Frage. Zieht man sich dann nach 30 Jahren erstmal zurück, um von der 3 zur 6 zu finden?
Ja, in dem Sinne schon. Also diese Phase zwischen 30 und 50 ist tatsächlich eine Rückzugsphase. Ne? In der Literatur liest man oft, dass die Linie 6 dann aufs Dach geht. Ich habe mich immer gefragt, was soll das heißen, aufs Dach gehen oder auf den Berg geht. Und das heißt einfach, dass man sich tatsächlich, Mittagspause ist jetzt um, ich mache gleich Schluss, ich beantworte noch das und dann ist Schluss. Das heißt tatsächlich, dass man so ab 29, 30 anfängt, sich zurückzuziehen und über sein vergangenes Leben nachzudenken, also über die 30 Jahre, um dann die wichtigsten Lernerfahrungen rauszuziehen. Das auf jeden Fall. Selina, ich habe schon gesagt, wir machen jetzt Schluss. Ja, ist auch gut. Ich wollte eine Sache noch so unbedingt sagen und dann ging es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, aber der Unterschied zwischen also vor 30 und nach 30 oder auch im Thema Partnerschaft ist, wir können ja echte Liebe nur zulassen, wenn wir uns selbst lieben. Und manchmal wissen wir die ersten 30 Jahre einfach nicht, wer wir sind. Und deswegen fällt es uns schwer, den richtigen Partner zu finden. Das kann man auf jeden Fall eine Rolle spielen. Gut. Einige mussten schon gehen. Ich würde sagen, es ist Zeit. Schön, dass du dabei warst, Selina. Es ist immer ganz wundervoll. Und Ja, finde ich auch. danke. Schön, dass ihr alle dabei wart. Es ist so spannend, Sechserlinien-Stories zu hören, was ihr in eurem Leben alles erlebt habt. Ist immer viel los, immer viel passiert. Und genau, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unter das Video gerne als Kommentar. Wird gespeichert. Ihr findet es bei mir im Feed beziehungsweise bei mir in der Story. Und nächsten Freitag gibt es das Live zum Manifesto vermutlich. Denn einige haben geschrieben, Manifesto finden sie auch interessant. Und da reden wir dann natürlich auch noch drüber. Okay. Ja, voll schön. Dann macht's gut. Lasst es euch schmecken, falls ihr noch nicht gegessen Bis zum habt. nächsten Mal. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.